Hi meine Lieben, ich melde mich heute bei euch wieder nach langer Zeit. Ja, es tut mir leid, ich bin im Moment im Stress mit der Arbeit und dem ganzen Zeug, was noch alles ist. Und ja, der Grund, warum ich das Video jetzt mache, ist, erstens, ich habe mal wieder voll Bock, irgendwie ein Video zu machen. Der zweite Grund ist, ich habe fast 700 Abonnenten erreicht und möchte es eigentlich auch wirklich haben. Und der dritte Grund ist der Youcomer-Wettbewerb. Ich weiß nicht, ob ihr es bei Torge, Fresh Torge, auf dem Kanal mitbekommen habt. Er hat mein Video vor ein paar Wochen hochgeladen, wo ein Link und eine Infobox steht, zu einem Wettbewerb für junge YouTuber bzw. als Anfänger, fortgeschrittene und Vollprofis. Und die Jury besteht aus Torge, Diana zu Löwen und Marie vom Kanal Snookyful. Und ich dachte mir, hey komm, mehr als das scheiße ist und es nichts draus wird, schickst du einfach mal einen Link von deinem letzten Video ein und wartest. Gut, ich habe 2 Wochen gewartet und schau dann E-Mails, checkst es so ab und dann auf einmal so, okay, von dem Newcomer-Team habe ich eine E-Mail bekommen, wo drinnen steht, ja, sie würden mich gerne in die Runde der letzten 15 Bewerber mit reinnehmen. Das heißt, ich muss jetzt ein ungelistetes Video machen, also quasi hochladen, wo noch nicht auf meinem Kanal ist. Also das heißt, ich muss ein neues Video machen. Und genau, da ihr mich ja kennt und ich hoffe, es gibt noch irgendwann so einen Link, wo ihr voten könnt, dann würde ich euch den natürlich in die Infobox da unten verlinken. Ansonsten müsst ihr gucken. Ich muss mal gucken, ob die einen YouTube-Kanal haben, aber so wie es ich verstanden habe, ja. Und ich weiß, ich mache das Video etwas kurzfristig an das liebe Team von Newcomer. Aber wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, bin ich noch im Stress. Und ja, ich habe auch fast die 100 Abonnenten erreicht. Yes! Und ja, das war jetzt erstmal so das kurze Intro. Intro. Und ja, dann würde ich sagen, labere ich nicht lange rum und fange dann auch mit meinem Video gleich an. Gleich an. Meine Lieben, ja, wie ihr im Intro schon jetzt gerade erfahren habt, mache ich jetzt mein Video und das dreht sich um meine 5 Lieblingsdrogerieprodukte und ja, dann würde ich sagen, stelle ich sie euch mal vor. Als erstes habe ich hier von Manhattan das Powder Matten Make-up in der Farbe Sand, das kann man jetzt nicht lesen. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr fest, also nicht direkt so fest, aber schon fester von der Konsistenz her. Ja, ist eigentlich ganz gut. Und es gibt wirklich Puderfinish ab. Ich muss nicht mehr so viel mit Puder setten, weil sonst würde es zu künstlich ausschauen, würde ich sagen. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, ich liebe es. Ich habe es entdeckt. Es kostet beim Rossmann oder bei Müller oder beim DM kostet dieses schöne Make-up hier 3,45 und dafür, dass es eigentlich die gleiche Wirkung tut wie Catrice oder L'Oreal oder so, ist es billiger und ich sehe es nicht immer ein, dass ich so viel Geld für das andere Make-up ausgebe und es sind eigentlich nur 30 Milliliter, aber ich habe es jetzt schon ungelogen 3 Wochen und es ist immer noch ziemlich voll. Also ich verwende schon nicht viel. Gut, als nächstes habe ich hier das Keep It Perfect Making Fixing Spray von Essence. Das sind 12, ja, was auch immer das heißt, ich denke mal 12 Milliliter, ist drinnen. Nein, 50 Milliliter sind drin, Entschuldigung. Genau, das macht man so. Man spült, nein, macht sein Make-up und sprüht, macht die Augen am besten zu und sprüht sich damit ein. Und es hält, also wirklich, muss ich sagen, ich habe es jetzt noch nicht so oft benutzt, aber wenn ich es benutzt habe, hat es wirklich so ziemlich den ganzen Tag gehalten. Und auch vom Feiern gehen mache ich es auch immer. Und ja, also ich finde es eigentlich gar nicht schlecht. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viel es gekostet hat. Ich glaube 2,95. Es gibt ja von MAC, es gibt von Urban Decay. Von, was weiß ich, P2 gibt es jetzt auch so. Auf jeden Fall finde ich es ganz gut und ich würde es mir immer wieder nachkaufen.
So, jetzt kommen noch drei Lippenprodukte von NYX, NYX, wie auch immer man es ausspricht, da ihr ja wisst, dass es NYX jetzt auch bei DM gibt. Und ich nicht immer zum Douglas rennen wollte, weil es beim Douglas nicht immer das gab, was ich wollte. Weil nichts nicht in meiner Stadt in Nürnberg bei beiden DMs, bei beiden Douglas, wo ich jetzt war, also Frankencenter und Innenstadt, gab es das nicht und in Fürth leider auch nicht. Die Farben, die ich wollte. Und dadurch, dass es wie gesagt jetzt bei DM eben noch nichts gibt, bin ich da natürlich immer in Nürnberg bei dem DM am nächsten. Und jetzt habe ich hier einmal eine Soft Matte Lip Cream in der Farbe Berlin. Das ist ein wunderschönes Braun. Ich kann es euch hier mal swatchen. Es ist wirklich matt, wenn man es auf die Lippen drauf macht. Und es hält, es ist kussecht, es verschmiert nicht beim Trinken, beim Essen, gar nichts, es bleibt. Das ist die Farbe. Es ist so schön schokobraun, finde ich. Ich weiß nicht, wie ich es sonst erklären soll. Gut, dann machen wir weiter mit noch einem matten Liquid Lipstick. Auch von NYX, Le Chinerie. Ich weiß nicht, steht hier die Farbe? Ja, in der Farbe 10 Teddy. Es ist auch schön. Ah, übrigens, der hat, glaube ich, kostet so um die. Moment, ich überlege gerade. 6,85 Euro, glaube ich. Und beim Douglas 6,99 Euro. Also, es ist nicht viel billiger, aber ein bisschen. Und diese Liquid Lipstick Regenerie von NYX, die kosten 7,85 statt 7,99 Euro. Und die gibt es ja bei Douglas noch nicht. Also, wenn man es so auf die Hand aufträgt, ist es noch nicht so matt, wo ich mir dachte, okay, im ersten Moment, voll die Verarsche. Aber sobald man es auf die Lippen aufträgt, ist es richtig krass matt. Also, richtig. Und das ist die Farbe hier. Das ist dieser Teddy. Ist auch so ein schöner Braunton. Und jetzt habe ich nochmal NYX Le Chinerie. Ich weiß, es ist eine Sucht. Ich habe sehr, sehr viele NYX-Sachen. Vielleicht mache ich auch mal ein Video über meine NYX Sammlung, was ich so habe. Das ist in der Farbe 08 Bedtime Flirt. Und ja, der ist auch sehr, sehr schön. Ist so ein rosa, stichiger Braunton, wie auch immer ich das beschreiben soll. Oder so ein leichter Rosaton. So ein Altrosa. Ja, genau. Und das ist der hier. Also das ist dieser Bedtime Flirt. Und ich finde diese Farbe, oh mein Gott, sie ist göttlich, diese Farbe. Und ist auch, also schön auf die Lippen. Ich habe es auch beim Feiern angehört, also drauf gehabt. Und es verschmiert auch nicht, wenn man trinkt aus dem Strom oder aus der Dose. Oder es hält bombenfest, wirklich. Es kriecht dann nach einer gewissen Zeit ein bisschen so in die Lippenfältchen. Da muss man schon mal auffüllen. Aber es hält so gut, wie es geht. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Und genau, das waren meine liebsten 5 Drogerieprodukte, was ich euch heute vorgestellt habe. Und genau, wie gesagt, wenn der Link zu diesem Newcomer-Wettbewerb, wo man voten kann, wenn es das geben sollte, packe ich euch das natürlich hier unten in meine Infobox. Und dann würde ich sagen, meine Lieben, wir sehen uns im nächsten Video wieder.